Angeblich soll Studio Ghibli-Chef Hayao Miyazaki schon seit den 70er Jahren eine Idee mit sich herumtragen, von einem Mädchen auf dem Rücken eines Monsters. Erst 25 Jahre später wird er seine Vision vollenden und schafft damit nach einer Reihe kindgerechter Beiträge einen Film, der für mich selbst Oscar-gekrönte Werke wie Chihiros Reise ins Zauberland bei weitem übertrifft. Warum? Das verrate ich euch jetzt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil der besten Filme aller Zeiten. Ich stelle euch hier die Top 100 Lieblingsfilme vor, die ich habe. Und wir sind jetzt schon beim zweiten Film angelangt. Also das heißt, das dauert nicht mehr lang, bis wir durch sind mit der Serie. Heute mit einem Film, der hat wirklich einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Prinzessin Mononoke ist, wie ich finde, der beste Animationsfilm, der je gedreht wurde. Und warum, das werde ich euch gleich sagen. Ich wollte nur mal ganz kurz anmerken, ich habe wirklich nur diese wirklich beschissene DVD-Version. Da ist auch gar nichts drauf. Und vielleicht kennt ihr irgendwie eine Special Edition, die es auf diesem Planeten gibt, die es ein bisschen schicker ist oder so. Ich habe das nicht gefunden. Gerne könnt ihr mir den Link schicken. Bevor wir jetzt loslegen, muss ich euch leider noch mal ganz kurz in die Werbung schicken. Ein kurzes Wort zu meinem Sponsor der heutigen Folge. Und dann geht's aber auch wirklich gleich los. Also bis gleich. Das heutige Video wurde in Zusammenarbeit mit NordVPN erstellt. NordVPN ist eine großartige Wahl, wenn ihr auf Filme, Serien oder Animes von überall zugreifen wollt. Aber vor allem, wenn ihr nicht einfach nur irgendeinen VPN-Dienst sucht, sondern zum Beispiel auf Merkmale wie Geschwindigkeit oder Sicherheit Wert legt. Im Vergleich mit anderen Anbietern ist NordVPN zum Beispiel deutlich schneller. Vor allem kann eure Verbindung nicht vom Internetprovider gedrosselt werden. NordVPN ist aber in erster Linie der perfekte Schutz, wenn ihr anonym und sicher im Internet unterwegs sein wollt. Am Flughafen ins WLAN einzuloggen, wird mit NordVPN dann eben nicht mehr zum Spiel mit dem Feuer. Und NordVPN speichert dabei nicht mal eure Nutzerdaten. Und jetzt das Allerbeste. Im November ist der sogenannte Cyber Month, bei dem ihr mächtig sparen könnt. Wenn ihr auf nordvpn.com/behind geht und dort den Code BEHIND eingibt, gibt es beim Kauf eines 2-Jahres-Pakets nochmal einen Monat zusätzlich geschenkt. Und 73% Rabatt. Das Ganze kostet euch nur 2,69 Euro im Monat. Also klickt auf den Link in der Videobeschreibung und dann kann es losgehen. Und jetzt weiter zu Prinzessin Mononoke. Ich muss sagen, ich habe Prinzessin Mononoke tatsächlich relativ spät gesehen. Auch deshalb, weil ich mich an das Anime-Kino erstmal nicht so richtig rangetraut hatte. Ich kannte vorher nur Akira und der war mir tatsächlich ein bisschen zu komplex. Wenn man ehrlich ist, der junge David Hein aus dem Jahr 1999 beziehungsweise 98 als Prinzessin Mononoke in Japan erschienen und dann später auch in Deutschland. Der kannte ja vorher nur Animationsfilme, die waren entweder Asterix und Obelix, das war mein Favorit in der damaligen Zeit, oder du hattest Animationsfilme aus Deutschland, das war dann eher sowas hier. Eckart, die Russen sind da. Eckart, ich will nach Hause. Und ansonsten war Animation für mich ganz klar Disney. Und Disney, darauf konnte man sich verlassen, das war immer dasselbe. Ja, es gab am Anfang so die Prinzessin, die war ganz jung und naiv und hatte eigentlich ganz viel zu lachen, weil sie mit ihren Tierfreunden da zusammengesessen hat. Dann kam mal so ein Reh rein und so ein Vogel ist auf dem Finger gelandet und alles war gut. Und dann war irgendwann nicht mehr alles ganz gut, aber zum Schluss war zum Glück der Prinz da, der die junge Prinzessin gerettet hat. Ein Sieg für die Prinzessin und für alle Frauen, die sich nicht selber retten können. So war Disney-Filme. Und Disney-Filme waren Ende der 90er schon so gängig, dass du jedes Jahr einen Film bekommen hast, der sich irgendwie immer gleich anfühlte. Und dann hat mir jemand diesen Film hier gezeigt, Prinzessin Mononoke, und plötzlich war alles anders. Denn hier war es mal nicht so, dass der Film anfängt mit einer Montage, wie eine Prinzessin durch den Wald tänzelt, die Tiere angeflogen kommen, alle sind glücklich und am Ende ist, wie gesagt, der Prinz da, der sie rettet, sondern hier gab es gar keine Prinzessin, die gerettet werden muss, sondern die Prinzessin, die hat den Prinzen gerettet. Mhm. Warum hast du mich zurückgehalten? Antworte mir, solange du noch lebst. Aber wir beginnen mal von vorne. Auf den ersten Blick fallen drei Dinge auf, wenn der Film beginnt. Das erste ist natürlich der Animationsstil. Der ist typisch für Ghibli. Einer, der wahnsinnig detailliert ist. Einer, der auch kleinsten Details im Hintergrund viel Beachtung schenkt. In Prinzessin Mononoke geht es ja viel um das Thema Natur und wie wir Menschen und unser Verhalten sich auf Natur auswirken. Und Ghibli nutzt das einfach auch als Grund, uns immer wieder Szenarien und Panoramen aufzutischen, die wirklich spektakulär sind und die auch mal stehen dürfen. Ja, es gibt viele Szenen, wo einfach nur die Natur gezeigt wird, wo kleinste Blumen oder Wassertropfen zu sehen sind. Und stellt euch das mal vor in einem Disney-Film oder in Werner Beinhardt. Ja, das wäre, glaube ich, kaum denkbar gewesen. Durch Prinzessin Mononoke habe ich daher sehr früh gelernt, dass das Animationskino eines sein kann, das eben nicht nur die Sehgewohnheiten von kleinen Kindern bespielt und deren Aufmerksamkeitsspanne bedienen muss. Also so ein Kind kann sich nicht länger als 3 Sekunden konzentrieren, also haben wir immer mal einen kleinen Chipmunk, der macht und dann ist das halt wieder gut. Hier gibt es solche Tierchen halt eben nicht.
Zweite, das auffällt, ist eben diese erwachsene Note. Dieser Film beginnt relativ grausam mit einem Wildschwein, das ein Dorf attackiert und sich dann regelrecht zersetzt. Arme werden abgeschossen, Blut tropft. Hier gibt es alle möglichen Szenen, die für die junge Zielgruppe relativ ungeeignet sind. Das heißt, es wird relativ früh klar gemacht, dieser Film ist einer, der sich hauptsächlich an Erwachsene richtet. Und das macht er auch durch die Themen, die aufgetischt werden. Hier geht es um Industrialismus, was der mit unserer Natur macht, aber auch mit uns Menschen. Und mit dem Hass, der entstehen kann durch Kriege, die geführt werden. Und dass eben Hass und Krieg zu Opfern auf beiden Seiten führen kann. Hier geht es am Rande aber auch um die Umkehr von eben den, wie ich schon gerade sagte, den Sehgewohnheiten. Prinzessin Mononoke stellt so einige Dinge auf den Kopf. Am deutlichsten erkennbar an der Rolle zwischen Prinz und Prinzessin. Die sogenannte Prinzessin Mononoke oder Sun, wie sie im Film eigentlich heißt, die haben eben nicht dieses klassische Bild, was man aus Disney-Filmen kennt, sondern hier ist es tatsächlich so, dass die Geschlechterrollen nicht, ich würde gar nicht mal sagen, verkehrt werden, sondern sie werden eben anders aufgegriffen. Generell folgt Prinzessin Mononoke nicht den Strukturen, die man kennt. Normalerweise folgt das immer diesem gleichen Schema. Du hast die Prinzessin und dann ist da die böse Königin oder der böse Löwe oder das böse Tier oder was auch immer. Und hier gibt es das überhaupt nicht. Hier gibt es gar keine Antagonisten. Stattdessen sind alle Figuren sehr ambivalent. Sogar die Helden haben nicht nur gute Seiten, wie die Bösewichte eben auch keine klassischen Bösewichte sind, sondern man versteht relativ schnell, dass alle Figuren Motive haben. Und diese Motive sind zumindest nachvollziehbar. Und die lassen sie Dinge tun, wie zum Beispiel einen Wald abroden, weshalb die Tiere dann angreifen, was sie auch wieder nicht ganz so gut wirken lässt, wie man am Anfang denkt. Selbst der Waldgott, der in Prinzessin Mononoke dargestellt wird als Figur, die das Leben schenkt, kann das Leben auch nehmen. Es wird im Film tatsächlich gesagt, dass er der Gott des Lebens und des Todes ist. Und ich dachte so, was für ein skurriler Ansatz. Als ich das damals das erste Mal gesehen habe, konnte ich gar nicht glauben, dass mir der Film eben nicht diese typischen Figuren vorwirft und mir dann sagt, so, der ist böse, der ist gut. Sondern ich musste mir als Zuschauer selbst zusammenklamüsern, wer ist denn jetzt was? Wer hat denn welche Motive und welche Absichten? Und das finde ich super stark. Das ist einer dieser Animationsfilme, die mich zum Mitdenken zwingen. Und auch die Frauenrollen, finde ich, sind für einen Film, der 1998 rausgekommen ist und eben ein Animationsfilm für vermeintlich Kinder gewesen ist, zeigt ein Frauenbild, das man für die damaligen Verhältnisse eben nicht kannte. Die Frauenfiguren sind sehr stark in diesem Film. Lady Eboshi als erst vermeintlich böse Anführerin hat ein tatsächlich genauso starkes Herz. Und dann gibt es so Figuren wie Taki zum Beispiel, die mit den Männerfiguren ganz schön aufräumen und für einige wirklich starke Szenen verantwortlich ist. Toki, heb dir dein Liebesgeflüster für ein andermal auf. Seid ihr mal lieber ganz still. Ihr habt sie dort liegen lassen. Ein schöner Hauptmann der Wache seid ihr, könnt bloß rumprotzen und wichtig tun. Aber wenn's ernst wird, lauft ihr davon wie ein Hase. Was hätte ich denn machen sollen? Und was auch völlig unklassisch ist für diese Sorte Film, ist, es stirbt halt niemand. Ja, es gibt zwar Figuren, die müssen ihr Leben lassen, aber von dem Hauptcast ist das keine. Und trotzdem sind die Figuren am Ende nicht dieselben wie am Anfang des Films, denn alle machen eine gewisse Entwicklung durch. Jeder lernt etwas für sich. Und das ist auch, ne, muss man auch sagen, das kann man den Lachern gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie dann eben nicht diesen klassischen Sachen folgen, nämlich dass sie sagen, der Bösewicht, der war halt böse und weil er böse war, muss er am Ende sterben. Nee, hier lernt der Bösewicht halt was. Unglaublich. Könnt ihr euch das erklären? Ausgerechnet die Wölfe haben uns gerettet. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das Ende gesehen habe, dachte ich so, aha, und jetzt? Weil mich das so völlig fragend zurückgelassen hat und ich mir dann aber Gedanken machte, wie kann diese Welt denn jetzt danach weiter existieren? Und merkte dann plötzlich, sie ist ja im Grunde nur ein Spiegelbild von unserer Welt. Und wie ist es in unserer Welt weitergegangen? Das finde ich ein schönes Gedankenexperiment, was man in einen Film verfrachtet hat, der eigentlich für Kinder sein sollte. Das ist ein wirklich irrer Gedanke, der mich nicht verlassen hat. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Schockmoment damals, der hat mich über Jahre getrieben. Und wenn man den erstmal überwunden hat, wenn man erstmal gemerkt hat, aha, das ist dieser Film, dann bleibt da trotzdem eine Inszenierung, die steht für sich. Alle Charaktere sind toll, es gibt wunderschöne Momente, da kommen wir aber gleich zu. Und eine Sache, über die müssen wir in jedem Fall reden, ihr hört es hier ganz leicht schon unter dem Video, die Musik von Joe Hisaishi ist eine der besten Filmmusiken, die je komponiert wurden. Das ist absolut fantastisch. Es gibt wahnsinnig, ich habe es ja schon gesagt, die Panoramen sind krass und die Momente dazu mit der Musik, wenn das so anschwillt. Oh.
Und dann kommen wir mal zu den Einzelkategorien. Wie immer werde ich auch die beste Szene des Films prämieren. Und da ist es auch wieder gar nicht so einfach, denn dieser Film hat viele schöne Momente. Zum Beispiel zwischen Ashitaka und Sun gibt es einige schöne Momente. Gerade als er das erste Mal mit ihr flirtet, ja, weil es gibt tatsächlich keine klassische Romanze in diesem Film, hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie ein schöner Charaktermoment zwischen den beiden. Kein Wort mehr! Ich höre nicht auf Menschengeschwätz! Du siehst so schön aus. Was? Auch als der Waldgott seinen Kopf verliert, Spoiler, ich weiß, aber wir werden in dieser Reihe wirklich nicht drum herum kommen zu spoilern, das ist eine starke Szene, weil ich mag die Musik in dem Moment, ich mag, wie düster dieser Film plötzlich wird und die Bilder, die dann heraufbeschworen werden. Da haben sich, glaube ich, auch so einige Filme von inspirieren lassen und ich dachte auch da wieder so, welcher Disney-Film würde das machen? Oder stellt euch das bei Werner Beinhardt vor? Mein Lieblingsmoment ist aber ganz klar die Szene, als der Waldgott zum allerersten Mal auftaucht. Und dann diese kleinen Waldgeister dann auftauchen und in den Bäumen erscheinen und plötzlich man nur noch das Wehen des Windes hört und diese Szene ganz für sich alleine steht und sich diese Magie, die dabei entsteht, auf einen überträgt. Oh, ich krieg da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Szene habe. Deswegen schaut es euch einfach an. Ja, und dann muss ich sagen, ich habe den Film jetzt nochmal geschaut und ich hatte das bei Matrix ja angefangen, dass ich auch negative Aspekte aufzeigen möchte. Und ich habe dann während des Films die ganze Zeit überlegt, was gefällt mir eigentlich nicht an Prinzessin Mononoke? Es ist natürlich kein perfekter Film, weil die Struktur auch dafür sorgt, dass es hier und da mal kleine Hakler im Tempo gibt, aber ansonsten hat dieser Film wirklich fast keine Schwächen. Die einzige, die ich vielleicht nennen kann, ist, dass die namensgebende Prinzessin Mononoke oder Sun in dem Fall eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Die ist dann doch wieder nur Beiwerk. Die Geschlechterrollen werden zwar ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber dann doch nicht so sehr, dass sie wirklich auch Front and Center irgendwas zu tun hätte. Letzten Endes ist es dann doch wieder Prinz Ashitaka, der den Tag rettet und Sun steht so ein bisschen daneben. Dennoch muss ich sagen, was der Film mit ihrer Rolle oder mit Frauenfiguren generell gemacht hat, das finde ich stark. Aber meiner Ansicht nach hätte ich gerne ein bisschen mehr über sie erfahren. Und das ist wirklich der einzige Punkt, der mir eingefallen ist an diesem Film. Ich mag dich sehr, Ashitaka. Aber ich kann nicht vergessen, was die Menschen getan haben. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Videos kennt oder Hörspiele oder Bücher oder sonstige Dinge, die man konsumieren sollte, um sich mehr über Studio Ghibli und Prinzessin Mononoke im Speziellen zu informieren, dann postet es gerne unten in die Kommentare. Ich habe tatsächlich nicht so viel dazu gefunden. Ich komme jetzt aber zu dem Erbe. Was hat Prinzessin Mononoke denn bewirkt und was ist geblieben von diesem wundervollen Film? Deswegen möchte ich mich für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum das hier wirklich einer der besten Animationsfilme ist. Ich kann nicht genug davon schwärmen, weil ich wirklich finde, das gab es wenig. Es gibt wenig, die sich getraut haben, aber das findet man irgendwie nur im Animationskino. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich mich nicht besser auskenne mit Anime-Filmen, weil ich das Gefühl habe, da ist so eine ganze graue Zone, die ich noch nicht erschlossen habe. Wenn ihr Anime-Tipps kennt, gerne auch unten in die Kommentare, aber ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht die Zeit finden, das alles nachzuholen. Aber wenn es einen gibt, den ihr noch nicht kennt, den ihr sehen solltet, der hier ist auf Netflix zu haben, schaut doch da mal rein, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt. Ich bin raus und jetzt, wie gesagt, noch was war das Erbe von Prinzessin Mononoke. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Prinzessin Mononoke war vielleicht nicht der Auslöser, aber der Ghibli-Film trug großen Anteil am irren Anime-Boom, der ab den späten 90ern die Welt ergriff. Studio Ghibli wurde auf einen Schlag weltbekannt. In Japan war Mononoke für kurze Zeit der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Im Rest der Welt wuchs der Kult erst mit der Zeit durch TV-Übertragungen. Der Einfluss von Mononoke durfte kaum zu bemessen sein, aber es gibt belegte Beispiele, in denen sich klar bei Miyazakis Vision bedient wurde. James Cameron räumte ein, dass Avatar deutlich zu Mononoke hinüberschielte. Aber auch Videospiele wie Nintendos Breath of the Wild oder Ori and the Blind Forest. Letzten Endes zeigt es aber nur, dass dieser herrliche kleine Film, der mittlerweile über 20 Jahre alt ist, kein bisschen seiner Faszination verloren hat.